Hallo Freunde, willkommen zurück hier in Nordfriesland. Ja, es ist wieder eine neue Aufnahmesession. Das heißt, wir müssen erstmal wieder gucken, dass wir hier unsere ganzen Fahrzeuge in Gang schmeißen. Und ja, ich bin auch in einem geänderten Setup unterwegs. Das heißt also, ich habe, oder ich hatte, der ein oder andere hat es mitbekommen. Es steht ja Nachwuchs im Raum und ja, dann musste man natürlich das Ganze halt ein bisschen komprimieren und dann halt so, na, hatte ich schon mal erwähnt, so zwei große Eckschreibtische, die mussten weichen und jetzt gibt es dann halt hier zwei Schränke, einen etwas kleineren für meine Frau mit ihrem PC da drin, also nicht, mal, dass meine Frau da drin sitzt, nee, aber ihr Rechner steht da drin und ja, dann halt ein etwas größerer für mich, weil ich ja noch einen zweiten Monitor habe und so weiter und ja, jetzt sitzt er halt hier, ne, und bist verbannt. Naja, das, lange Rede, kurzer Sinn, gibt keinen, so. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, so jetzt, so, keine Ahnung, Fahrzeug an, ausschalten und so weiter, das hatte ich ja alles auf der Gangschaltung von meinem Lenkrad und so weiter, das musste auch weichen, beziehungsweise ich hab's halt noch, aber ich spiele ja mit dem Gedanken, das Ganze, na, wie heißt es, mit Joypad zu machen. Das habe ich auch schon rausgekramt, wiedergefunden und ist auch da. Ich hab's noch nicht angeschlossen, weil ich, ja, noch nicht sicher bin, wie ich es mache, ob ich jetzt das Lenkrad behalte. Oder ob ich dann tatsächlich dann halt mit Joypad spiele. Oder hier Gamepad, wie auch immer. Da. Ja, so. Ihr wisst, was ich meine. So ein Controller halt. So. Jetzt haben wir alle Eventualitäten, Namen und was weiß ich nicht alles dafür abgefrühstückt. Und jetzt weiß jeder, worum es geht. Hoffe ich zumindest. Ja, ansonsten fröhliches Schwitzen ist angesagt. Ich hoffe, bei euch sieht es besser aus als bei uns hier. Wir gehen hier schon sehr ein, so ist es nicht. Das ist alles sehr weit weg hier. Leck mir am Arsch. Muss ich mich aber noch ein bisschen anders positionieren, ey. Das ist noch nicht optimal hier. Das ist mir noch zu weit weg, verstehst du? Und dann hast du eine veränderte Sitzposition, dann stimmt das Mikro wieder nicht und dann ist dies wieder und dann ist das wieder und das musst du optimieren. Scheiße, ey. Aber naja. So ist das eben mit dem Nachwuchs. Da passt man sich halt gerne an, ne? So, wir wollen mal schauen. Auf Wiese 23 war ja noch Aktionismus. Gucken wir uns das mal eben an, wie es aussieht. Und zwar, das ist bald wieder erntereif, die 24 und die 25 können wir machen. Das heißt, wir brauchen hier oben unseren Rasenmäher. Boah, das ist echt so weit weg, so, das geht gar nicht. Und damit jucken wir jetzt einfach mal rüber zu den anderen beiden Wiesen. Ach ja, und es ist immer noch kein Platz da, um Wolle zu platzieren. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Wir kümmern uns gleich darum. So, das Problem, was ich natürlich jetzt habe, ist, dass ich halt das Lenkrad jedes Mal auf- und abbauen muss, weil es halt nicht gänzlich in den Schrank reinpasst, ne? Also der ist schon groß, der ist wirklich groß, da ist auch Platz ohne Ende. Und ich habe hier so ein, ich habe lange gesucht, das ist tatsächlich aber so. Weil mein Tower ist ja etwas breiter als der handelsübliche und ja, ich sag mal so, die Schränke, die man so kaufen kann, die haben halt nicht berücksichtigt, dass es auch größere Gehäuse geben kann. Und da musste ich dann ja, mal kreativ werden und halt weiter suchen. Aber jetzt habe ich eins gefunden. Ich habe halt noch ein bisschen Platz links und rechts. Das ist halt also schön. Da kann es dann halt schön lustig die Luft zirkulieren. Diese 24, ist das dann die obere? Die wollen wir mähen. So.
Ja, und dann hat man das jetzt alles so aufgebaut. Das war schweißtreibend, mit vielen, vielen Fragezeichen versehen, aber jetzt geht's Gott sei Dank. Stream wird es heute nicht geben. Für die, die es interessiert. Dafür ist es einfach zu warm, Leute. Nehmt es mir nicht übel, aber ich denke mal, ihr habt auch was Besseres zu tun, als Zeit vorm Rechner zu hängen. Und da werde ich dann keinen Stream machen. Was habe ich noch? Habe ich noch was? Ja, ich habe noch was, und zwar FarmCon. Wurde ich auch gefragt, ob ich auf der FarmCon wäre. Und ja, ich bin da. Ich fahre mit meiner Frau am Samstag dahin. Das heißt, wir starten dann hier relativ früh. Und fahren dann nach Hasewinkel. Bisschen Farmkorn machen und dann wieder zurück. Ich bin der mit der Schwangeren im Rollstuhl. Falls einer suchen sollte. So, habe ich das auch schon mal verraten? Wir wollten Hofgärtnerei. Also irgendwie war mir, dass wir einen Kurs dafür hatten, ne? Habe ich den hier schon reingeschmissen? Hofsilo? Nein, nicht Verkauf. Verteiler. Guck mal hier, Kompostmaser, da ist er. Auf geht's. Ja. Und go. Was hältst du davon? Nichts. Alles klar. Guck mal, geht doch. So, jetzt stellen wir den noch einen auf Straw. Ja. Und hier haben wir gleich den nächsten Kandidaten. Den stellen wir einen auf Silage. Was ist denn mit dem? Warum fährt der denn nicht sofort los hier? Das ist ja interessant. Ich habe jetzt die Version 200, was ist das? 46, 48, ich kann es gerade gar nicht sehen. 48 runtergeladen. Und scheinbar hat er da so seine Eigenheiten. Für alle die. Jetzt muss ich mal eben gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modus 7 wird nicht wiederkommen, habe ich gelesen. Modus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Drescher tankt sich selbst ab. Wird es nicht mehr geben. Es gibt so einen Übersichtspost auf aktuell Seite 3 der ganzen Issues auf der GitHub-Seite von Cosplay. Da kann man nachlesen, dass Modus 7 nicht mehr wiederkommen wird. Warum auch immer. Ich finde es schade, muss ich tatsächlich sagen. Ich werde das nochmal hinterfragen müssen. Aber das ist schon schade. Also das, ich fand gerade so für Felder, die halt ja unübersichtlich, klein, was auch immer sind, fand ich den Modus eigentlich extremst geil. Verstehe ich gar nicht warum. Vielleicht kombiniert man das Ganze halt mit einem anderen Modus. Ich weiß es noch nicht, wie das Ganze ablaufen wird. Vielleicht wird es in den Feldarbeitsmodus mit integriert. Aber so komplett streichen finde ich echt schade, muss ich ehrlich zugeben. Ich finde, dafür sollten wir kämpfen. Ah, ich glaube aber, die haben erstmal andere Sorgen. Da gibt es definitiv mehrere Sachen noch zu tun. Modus 2 ist ja immer noch in der Arbeit, in Mache, und es ist wirklich, sind wirklich komplexe Arbeiten, die da gemacht werden müssen, und die brauchen einfach seine Zeit. Und natürlich verstehe ich auch die Leute, die halt ungeduldig sind, die halt sagen, ich möchte unbedingt Cosplay nutzen. Wir können auch hier lang fahren, fällt mir mal so ein. Nein, können wir nicht. Ich muss ja gar nicht da hinten hin, ich muss ja zum Kompostmaster. Naja.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Oh, da ist er wieder. Der Abfahrer fährt schon mal. Das ist schon mal viel, viel wert. Kann ich nämlich hier schön längs ziehen. Ah, und ich habe es schon wieder nicht geändert. Ich denke da auch nicht dran, ne? Wenn ich mir sowas nicht aufschreibe, dann denke ich da einfach nicht dran. Das ist total zum Kotzen, ey. Mich selbst nervt das ein bisschen, ne? Ich habe mir überlegt, wir können auch hergehen und Gerse als Dünger ausbringen, ne? Dann können wir hier so ein Fass nehmen und das als Zubringer zum Feld nehmen. Das wäre vielleicht gar nicht so falsch. Und dann halt hier am Fass dann nachher den, ja, den Abfahrer bzw. den Helfer dann befüllen lassen. Müsste doch machbar sein. Nee, das gefällt mir noch nicht so hier mit der derzeitigen Situation. 91.000, 175.000. Wie viel passt denn da rein? Haben wir bestimmt auch wieder so 500.000 gemacht oder was, ne? Kann man bestimmt nachgucken. Habe ich jetzt nur nicht. Hier kannst du alles. Jetzt müssen wir erstmal hier einen Kollegen finden, der uns das Fass durchspült. So. Da steigen wir mal ein. Abfahrer einstellen. Hilfreich wäre ja auch tatsächlicherweise. Ey, warte mal. Hilfreich wäre ja tatsächlicherweise mal, wenn der Modus hier insofern aktualisiert bzw. verbessert wird, dass man hergehen kann und einfach den Abfahrer wieder einstellt. Das ging ja im 17er zum Beispiel. Dass auch wenn man den Spielstand neu geladen hat, dass er hergegangen ist und hat dann einfach an der Stelle weitergemacht, wo er zuletzt aufgehört hat, ne? Das gefällt mir noch nicht so. Das ist auch ganz witzig hier. Irgendeiner hat gemeint, so von wegen, ist es nicht möglich, hier so Helferlinien einzublenden. Ne? Wenn du halt selber fahren willst, kannst du das hier tun. Kannst du hier, so wie GPS-mäßig, kannst du dann halt hier auf der Strecke lang fahren. Ich find's Quatsch, ehrlich gesagt. Finde ich nicht so gut. So. Zack. Ich wollte eigentlich das hier haben. Das sieht vertraut aus. Warum liegt hier noch Material? Ich suche aktuell die Spur, wo er aufgehört hat. Am zweiten Vorgewende. Um ihn dort einzustellen, damit er dann von dort aus, da ist es. Von dort aus dann zur Produktion fahren kann. Und dann auch hier weitermacht. Wenn ich den nämlich jetzt so von vornherein auf der Straße weitergeschickt hätte, dann hätte er wieder bei Wegpunkt 1 angefangen. Und das wollte ich ganz gern vermeiden. So, was haben wir hier? Einen Abfahrer. So, wo willst du denn hin? Fahren wir zum ersten Wegpunkt. Ich glaube, das ist besser. Hier stellen wir mal den Standardhelfer ein.
Was haben wir hier so? Zwei kombinierte Kurse für... Was denn das denn? Warum habe ich denn da zwei eingesetzt? Sollte das schneller gehen? Ach guck mal, der kriegt dann noch so eine Linie hier. Ich raste aus. Mach das mal weg. Und das hier auch. Er ist doch fertig. Müsste auch eigentlich alles sauber sein. Vorgewende ist weg. Ja, hier ist nichts mehr. Da liegt noch ein bisschen was. Aber das liegt hier eigentlich immer dort, ne? Das ist halt hier so in der Kurve. Ja, da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Ich fahre mit dir jetzt erstmal... Wiese 24. So, wir wollen mähen. Und wir wollen an der Silageproduktion abladen. Jetzt gucken wir natürlich, dass wir auf den Kurs kommen. Das wird so aber nichts. Da können wir erstmal geradeaus durchfahren. Das mache ich ja. In der Zwischenzeit könnt ihr auf die neue Folge warten. Ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle wieder an oder bei allen, die eingeschaltet haben und ja, hoffentlich auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende. Ihr wisst ja, kleiner Freitag und so. Und ich habe gerade festgestellt, so Mensch, ist ja gar nicht Mittwoch heute, ist ja Donnerstag. Also das heißt, gestern war kein Stream. Ihr wisst Bescheid. Es ist heiß einfach, also warm. Ihr wisst, was ich meine. Ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, macht es gut und tschüss.